Hey, ich sehe gerade, meine Gesundheit ist ja wieder voll gegangen. Ach so, stimmt ja, weil ich ja noch gutes Stamina habe. Ich will auch Müll durchsuchen. Ja, da war jetzt nicht so viel drin. Oh, da ist ein Rucksack. Oh, ich bin Rucksack, da sind. Ha, ich war hoffentlich schneller. Yeah, ja, Patronen und alles gefunden. Ey, geil. Ih, vergammeltes Brot. Was soll ich denn damit? Oh, da sind Schränke. Kann ich die aufmachen? Ja. Oh, das ist. Ja, zwei Bücher, normale Bücher. Oh, Papier, so. Wir haben übrigens auch die Airdrops angeschalten. Ja, die Airdrops. Ja, da kommt eine pro Stunde ein Flugzeug, der irgendwo so einen Airdrop loslässt. Keine Ahnung wo, wir werden sehen. Oh, Federn. Und vielleicht kriegen wir da ja auch ein bisschen was Schickes. Das wir haben es extra schön weit runtergestellt, dass halt wirklich nur einmal die Stunde passiert. Bei euch wäre das dann alle vier Aufnahmen einmal. Alle vier Folgen, meine ich. Ich will einfach Müll sammeln, ey. Ja, echt Müll. Mal. Ich habe übrigens schon eine Pistole, ne? Fette Pistole habe ich schon, ey. Echt? Du hast eine Pistole? Ja, soll ich mal in die Luft schießen? Wollten wir nicht nach links oben laufen? Ja, egal. Ja, die Straße halt. Oh, sieht aber schön aus schon, ne? Fette Straße. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie groß die Map ja mal werden könnte, wenn die Straße schon so fett ist auf der Map. Ja. Oh. Wir werden es sehen. Glaube ich, auch noch ein Stückchen rausscrollen. Ja, das geht. Man kann sich auch einen Wegpunkt setzen. Leider nur einen. Aber sieht man, sehen die Freunde das vielleicht auch? Nee, Moment. Ich setze mal. Ich habe einen Punkt gesetzt. Sieht man das? Wo hast du den? Nein. Nee. Schade. Kommt vielleicht noch irgendwann mal. Tenshi, du hast doch eine Pistole gefunden. Was brauchst du für Munition? Ich brauche Munition. Das weiß ich gar nicht. Wenn du eine Pistole hast, dann bestimmt 10 mm. Oder also 9. Ich habe 9mm Bullets noch einstecken. 22. Ach so. Ich hätte auch noch 10 Stück gefunden, deswegen frage ich. Ja. Meine Ausdauer geht runter. Mal schauen, dass wir uns auch in ein anderes Biom bewegen. Ja, das schaffen wir doch mal, weil hier ist es so. Ja. Fuck. Ja? Ja. Einfach nur ekelhaft ist das hier. Machen wir mal noch zwei von den Splinten. Und ich glaube, wir wollen ja nebenbei. Wir starten ja dann wieder da ganz hinten, ey. Ja. Mit den Bettchen. Ja, wir können uns ja dann nochmal einen neuen Seesack quasi craften. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass es da nicht geht, einen zweiten einzusetzen. Dann ist das trotzdem Folge beim ersten Spawn. Ja, dann ist die nächste Folge, die Sleeping Bags herholen. Ja. Ja, ey, wenn wir spawnen, dann mitnehmen, ne? Wer schmeißt denn die ganzen Patronen weg? Die Patronenhülsen, ey. Noch schön reingeschmissen in den Sack. Oh, hier ist Wasser. Oh, ein Hund, ja. ein Hund. Soll ich die Waffe raus? Ich hol lieber die Waffe raus. Ich hab keine Waffe. Ich hab nicht Scheiße. Das zwei Hunde. Mensch, ich geb dir Mühe. Ja, einer ist weg, komm. Ja. Oh, sehr geil. Tja, Tenshi, der Ballerprofi. Ja, da. Ja, jetzt kommen natürlich noch auf den Zombies gleich angerannt. Kann man die ausnehmen? Ja, weil du hast. Oh Gott, das dauert ja lange, die auszunehmen. Hundefleisch! Leckeren Hotdog! Ja, wir bewegen uns Federn ja eh. Hab ich schon, okay. Wir bewegen uns ja eh von hier fort, ne? Ja, also. Ja, man muss nicht unbedingt jeden Zombie mitnehmen, wir können auch drauf rumlaufen. Oh mein Gott, das mag ich an Zombie-Filmen immer so. Oh mein Gott, das sind drei Zombies, wir können nur weglaufen. Ja, oder man läuft einfach genüsslich von denen vorbei. Ja. Aber draufhauen möchte ich trotzdem mal. Okay, hier wird es ein bisschen dunkler. Oh ja, wo sind wir jetzt? Das ist ein neues Biom, ne? Das ist das Verbrannt-Biom hier. Verbrannt-Biom, ne, das war die ganze Zeit schon verbrannt. War die ganze Zeit schon, aber könnte, das hat sich gerade... Könnte ein Übergang sein, weil hier sind mehr Bäume stehen jetzt. Ja, keine Ahnung, Burnt Forest oder so. Gerade war ja Wasteland. Ja. Oh, ich habe Rezepte gefunden. Ich nehme einfach mal so einen Baum mit, hier so ganz. Ich finde ja schon Rezepte, das gibt's ja gar nicht. Ich will auch Rezepte finden. Ich habe gehört. Was hast du gehört? Wie er das Rezept gelernt hat. Alter, du singst dabei? Oh, ich kann Lederklamotten machen. Oh, was? Wir müssen ein paar Elche oder sowas jagen. Ich habe einmal Animal Hide. Na eben, ich habe ja auch den Hund ausgenommen. Ich habe auch ein Animal-Versteck. Das ist doch gut. Ich weiß gar nicht, welche aufsammeln soll. Ey, das ist echt krass, ne? Wie groß die Welten jetzt sind. Außerdem sieht das irgendwie... Die haben ja die Grafik auch noch ein bisschen abgeändert, aber...
Also, ja, ein ganz kleines bisschen, glaube ich, noch ein paar Schäder reingemacht unter Wasser und so. Hier hätten wir sehr viel Kohle. Stimmt, man, das gibt's jetzt auch. Du kannst jetzt unter Wasser ertrinken und richtig Schwimmanimationen. Kann man die überhaupt so hacken hier ohne Pickaxe? Spitzhacke. Oh, ja, hab ich nicht. Da hat er schon alles gelootet hier, echt. Oh, bei mir klingelt's. Ah, alles da. So, der Reich ist jetzt erstmal 2 Minuten weg. Pickaxe. Nein, nee, da brauchen wir gerade was jetzt in der Gegend hier ein kleines bisschen. Aufpassen. Aufpassen auf dem Kleinen hier. Und wie kann man besser aufpassen als mit einer Axt im Kopf? Bäm! Hab ich so einen Scrap-Scheiß? Nee. Ich höre die ganze Zeit immer Schritte neben mir, ey. Da kriegt man immer Angst, wenn man gerade im Menü ist. Das sind Zombies in der Nähe oder man selber. Ja, ja, nee, dann, ja. Bleib mal stehen. Da, ich höre schon wieder was. Da hinten irgendwo, ganz weit hinten war, glaube ich, vor uns einer auf dem Berg drauf. Okay. So. Ja, das sind auch die Viecher. Da rennt auch gerade so ein Hirsch durch die Gegend, wie so ein Wahnsinniger. 16 Schuss habe ich noch, das ist gut. Ich habe alle Munition, ey. Ja, ich habe Munition. Aber ich habe eine Waffe. Achso, ich dachte, Renk hat mitgeschossen gehabt. Nee, das war nur ich. Ah, okay. Ah, die hebe ich mir für Hunde auf. Oh ja. Die sind nämlich nervig. Ich geh mal hast oben du das schauen. Hier schon gelootet alles? Ja, ich schau mal hier oben in das Häuschen. Nee. Was? Was habe ich denn vergessen? Der Mülleimer, da war noch richtig viel drin. Ich guck doch nicht in den Müll. Was soll ich denn mit Müll? Ja, hallo? Leckeres, hier ist alles Müll. Leckeres Ei. Noch was zu essen. Bäh, ess das mal, der wird nicht schlecht. Da muss ich eine Wundentür. Und Zombies. Apropos Türen. Ich habe gehört, man soll irgendwie Brass rausbekommen, wenn man Türen zerschlägt. Brass? Das stimmt, weiß ich nicht. Dann mach mal hier. Hier ist eine Wundentür. Ich glaube, da kommt nur Wutzeug raus. Ich glaube, da kommt auch nur Wutzeugs raus. Ja, die geht doch recht schnell kaputt. Wenn man zu zweit darauf klappt. Ja, okay. Brass. Was? Brass? Plywood? Ja, Türscharniere. Oh, ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Eine Türknöpfe waren das, Türknauf. Die kann man dann halt zusammencraften und dann kriegt man halt diese. Reik ist wieder da. Ich meine, mein Inventar ist richtig voll gemüllt. Ja, also Standard. Ich könnte ja Meter gelaufen und hallo Reik. Essen davon. Wir haben auf dich geachtet. Ja, ich habe noch ganze 2 Plätze frei. Also wir sollten uns dann langsam was suchen, wo wir dann was aufbauen. Wow, ja. Das Essen war ja richtig aber gut. Aber das möchte ich nicht in so einer Gegend machen. Ja, wir haben es schon 14.40 Uhr. Ja. Ich baue mir mal ganz, Als nächstes Mal, wenn wir... Nee, shit, wenn wir einen Fluss finden, würde ich gerade sagen, können wir ja Wasser auffüllen, aber das müssen wir ja noch kochen. Das müssen wir auch abkochen. Ich habe 3 leere Gläser. Da können wir auch... Für das Lagerfeuer brauchen wir aber nur 8 Steine. Allerdings brauchen wir auch einen Topf. Ja, einen Topf finden wir in einem richtigen Haus. Aber erstmal finden. Ja gut, oder in so ein Ding an hier. Stein, nehme ich mal mit. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stadt, um einen Topf zu finden. Oder wir können den, glaube ich, auch craften, ne? Dann brauchen wir aber irgendwie mit Müll oder sowas. Cooking Pots kann man craften. Was brauchen wir denn? Da brauchen wir einen Eisenbarren, auf jeden Fall. Wo findet man was denn gefunden? Unter was? Möbel? Nee. Hä? Nee, Cooking. Food und Cooking, also die Tasse. Ach da. Tasse und Gabel. Campfire plus Steine, okay, das ist kein Problem. Ja. Cooking Pot, naja, da bräuchten wir richtige Metalldinger da oder was das da sind. Ja, diese komischen Metallbarren, die du da hast, die kriegst du aus den Ingots raus, also. Hm. Da also, brauchst du schon richtige Eisen-Ingots. Also doch lieber finden. Wäre, glaube ich, besser. Was, das kannst du das Zeug ja nicht abkochen. Oder die haben das Lagerfeuer geändert. Aber ich glaub's ja nicht. Nein. Oh, ein Nest mit nichts drinne. So, noch ein paar Steinchen gesammelt. Steine müssen wir jetzt eigentlich haben. Ey, das ist so krass, wie groß die Map ist. Schaut euch das an hier. Wie wir einfach hier langlaufen und nichts kommt. Das ist echt krass. Aber so ist es richtig. Also, so ist es geil. Ich finde das total klasse so. Das ist richtiges Erkunden jetzt, weil wir keine Ahnung haben, wo wir hinlaufen. Das ist schick, 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 schick. Gute Verbesserung. Ja, vor allem, wenn man zusammen ist, ne? Dann macht das da viel mehr Spaß. Nicht so wie vorhin. Da waren wir auf dem Testdings hier und haben das Ganze schon mal ein bisschen probiert. Auf einer anderen Map und ja, da war jeder in einer anderen Ecke von der Welt. Ich war nicht dabei.
Ich musste das Spiel runterladen und es ging nicht. Übrigens, für alle Leute, die das ab... Oh, ich habe einen Cooking Pot gefunden. Yay! Für alle, die das Spiel jetzt runterladen oder ja und das nicht updaten können. Bei mir hat nämlich Steam das nicht geupdatet. Dann einfach das ganze Spiel deinstallieren, nochmal neu runterladen, dann klappt das. Denji, ich glaube, das ist schon zu spät, dass du das hast. Ja, egal. Vielleicht, vielleicht hat ja niemand noch das Problem. Ich höre einen Hund, ich höre einen Hund, oder? Weil heute kommt ja erstmal die dritte Folge bei dir. Schätze ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube ja. Samstag müsste rauskommen, ja. Genau. Und dann, weiß nicht, was fangen wir da an? Mit Montag oder was? Ja, wäre, glaube ich, könnte man machen. Montag ist gut, ne? Ja, das können wir machen. Nehmen wir mal so einen Baum mit. Dann geht das nämlich ab Montag los. Das wäre dann quasi die zweite Folge, also Dienstag, wo du diese Tipps gibst. Dienstag oder Mittwoch? Wild Bull, wir haben genug Holz. Da kommt ein Zombie auf dich zu. Ja, ich will aber den Baum jetzt beschlagen. Der Zombie, der Zombie. Oh mein Gott, du wirst sterben. Was? Von hinten noch nicht? Stirb! Reschen ihn. So. Ich dufte. Oh, ich muss mal ganz schnell. Ich esse mal meinen Blueberry Pie. Aber ja, ich müsste auch langsam mal was trinken. Also so trinken hätte ich ja was drauf. Ne, ich habe auch noch zwei Bottles. Nee. Ja, die hat doch jeder noch. Nee, ich habe nur noch einen Bottle. So. Habe ich schon eine getrunken? Was ist das denn? Ja, man hat, glaube ich, nur einen am Anfang. Vielleicht habe ich einen mal gefunden oder so, kann auch sein. Echt? Okay. Oh, jetzt habe ich natürlich ein leeres Glas. Das heißt, noch mehr Inventar zu. Ich habe noch einen Inventarslot. Also nicht einen Inventarslot, sondern einen Slot generell. Auch in der Leiste unten. Gürtel. Ich bin total voll mit richtigen Müll, weil ich hier jeden mitnehme. Du kannst zum Beispiel diese ganzen, wenn du irgendwas hast, Metalldosen oder so, die kannst du alle zu Scrap Metal machen. Ja, ich mach, glaube ich, mal die Bullet Shells. Ne, die Bullet bräuchte man wahrscheinlich, um Bullets zu machen, also die leeren. Genau, aber die Bullet Shells kannst du auch zu Scrap Metal machen und Scrap das dann Lead? Eben zusammensammeln. Ist das Scrap Lead? Oder ist das... Oder, nee, das ist Scrap Brass, glaube ich, musst du da, kriegst du da raus. Die sind ja aus Bronze oder so. Ich mach gerade die Kanister, die leeren Dosen mache ich gerade. Ja, genau. Und so kann man sich immer noch mal ein kleines bisschen was zusammenwursteln. Wie zum Beispiel hier so eine Trophäe. Ich habe schon dieses Scrap Brass. Kann ich die Trophäe zusammenhauen, da kriege ich auch noch mal Scrap Brass und schon habe ich wieder einen Platz. Naja. Und die Empty Cans kann man auch zusammen... Bei mir haben sich die Dosen bloß in ein anderes Item umgewandelt. Trotzdem genauso viel Platz. Ja, aber wenn du noch was findest... Ja, da gibt es bestimmt ein bisschen was. Da kann man schon ab und zu mal so ein Ding rausholen. Wir haben ja Potato Seeds. Ach, Seeds sind das? Die sehen ja neu aus. Cool. Ich weiß gar nicht, was man mit dem verfaulten Brot machen kann. Jetzt schmeiße ich aus mein Zeug weg hier. Ah, damit könnte ich jetzt theoretisch einen Club basteln. Den Mist kann ich noch umwandeln. Und man hat halt ein paar Sachen hier, die man... Ah, ich hab auch so einen Door-Knopf. Oh, was war das denn? Das war was Neues. Öl. Du hast Öl? Ich hab Öl gefunden. Alter, wir sind reich. Nee, das sieht aus wie ein Flachmann. Das sind zweimal Flachmann. Ah, das stimmt ja, die Matratze kann ich wegschmeißen, die ist total sinnlos. Ach, die kann ich nicht einfach wegschmeißen, doch jetzt. So. Och, mit Q kannst du die auch wegschmeißen, wenn du im Inventar hast, so wie bei Minecraft. Ach, Minecraft, das kann ich doch nicht mehr, habe ich so lange nicht mal gespielt. Ach so. Ja, kann das Sinn, dass die Straße immer größer wird? Was ist hier los? Nee, das ist eine Kreuzung. Ach so, die ist trotzdem riesig. Guck mal da vorne, das ist ein Haus. Ich sehe ein Haus. Ja! Ein Schild. Wir haben 16. Was ist das? Oh, das ist eine Tankstelle oder sowas. Oder ein Motel. Das ist eine Tankstelle. Ein Motel vielleicht. Tankstelle, Motel. Geil, geil. Wir bräuchten was. Guck mal, wir haben schon 16 Uhr. Das ist eine gute. Das ist auch super hier für uns zum Campen für die Nacht. Ja, erstmal müssen wir aber die ganzen Zombies loswerden. Ja. Schieß mal mit der Waffe auf die Tanksäulen. Nein. Ich kann das mal probieren. Soll ich? So, jetzt haben wir so einen dicken, ey. Jetzt müssen wir zu dritt auf den einhauen. Da müssen wir zu dritt drauf. Komm, Reik. Jo. Ja, da kommen noch mehr Zombies dann drinne. Ja, aber erstmal den dicken hier. So, immer wenn er sich umdreht, kann der nächste draufhauen. Na? Shit, von hinten, pass auf. Cool. Oh! Ich blute nicht. Ich bin noch in Ordnung. Aber der dicke ist noch. Komm. Ich war erstmal. Alter, wie viel der aushält jetzt, ey. Immer schön auf den Kopf. Außerdem hätten wir vielleicht noch bessere Waffen schon machen können, eigentlich. Da ist was kaputt gegangen. Meine Waffe. Jetzt hau doch mit der Hand da drauf. Das gibt's doch nicht. Halt doch mal auf. Er ist tot. Oh. Er ist down. Wir haben ihn zerlegt. Und gleich rein rummatschen in dem, ne?
Juhu.